Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wir sind mit Melia in der Gruft der Hochhenzia. Und uns erwarten doch harte Kämpfe, nehme ich an. Prüfungsraum. Ach du Scheiße, jetzt kommt erst der Prüfungsraum. Ich will ehrlich sein, mir war der erste Kampf schon fast zu viel. Aber gut, schauen wir, was uns hier wirklich erwartet. Ein Harmoniegespräch? Mit wem? Kann ich nicht führen, ja, wer hätte das gedacht? Ist ja auch niemand da. Okay, ein Kampf. Zwei Gegner. Zwei Gegner, das schaffe ich niemals. Ich kann jetzt nur... ja... auf Hypnose setzen. Blitzruf mal machen. Fesselregeneration. Weiß nicht. Alles, was wir da haben, ne? Ja, was anderes fällt mir da auch echt nicht ein, was ich machen soll. Der erste ist down. Okay, das ist ja... das ist doch ganz gut machbar, oder? Brand. Na, ist doch eigentlich... was habe ich denn? Ist doch gar nicht schwer. So viele Kristalle, aber die muss ich, glaube ich, erst bearbeiten lassen, oder? Wie ist das? Ich denke schon. Ja, das wird wohl so sein. Weiter geht's. Jetzt läuft's ja gerade. Gut, die anderen in der Gruppe. Zeremonieraum. Und hier wird uns wohl was Schlimmes passieren. Du hast dich tapfer geschlagen, mein Nachfahre. Nachfahre? Seid ihr ein Ahne der Antikas? Betrachte mich als Abbild dieses Ahnen, der über seine Gedanken und seine Stimme verfügt. Aber er starb vor tausenden von Jahren. Verwechsle mich nicht mit einem lebenden Wesen. Ich bin eine Kopie deines Vorfahren. Ich bin nur ein Abbild dessen, was er wäre, wenn du ihn jetzt treffen würdest. Das verstehe ich nicht. Aber ich vermute keine trügerische Absicht hinter euren Worten. Daran besteht kein Zweifel. Wäre ich zu Empfindungen fähig, dann würde ich nun Freude empfinden. Ich mag nicht real sein, aber ich lüge nicht. Freude? Was meint ihr damit? Die genetische Analyse zeigt eine Integration von Homs-Genen von 80%. Berechnungen zufolge erfolgt eine Weiterentwicklung innerhalb von 8 Generationen. Unsere Wünsche sind fast erfüllt. Wünsche? Unsere Bestimmung, auffällig durch Bionis, ist eng mit unseren Genen verbunden. Jahrtausende haben wir Gensequenzen analysiert, um uns von dem Fluch zu befreien. Nur ein bestimmtes Gen wird den Mechanismus entsichern und uns befreien. Ich verstehe noch immer nicht. Das ist nicht von Bedeutung. Ich gewähre dir dieses Siegel. Ist das... du wirst die künftige Herrscherin der Hochhenzia sein und vermutlich auch ihre letzte. Hochgeschätzte Ahne, ich... geh nun und herrsche, mein Nachfahre. Nun, die Geister scheinen dir wohlgesonnen zu sein. Erklärt euch. Nur die Kaiserfamilie hat Erlaubnis, diesen Ort zu betreten. Ich bin die Untergebene ihrer Hoheit, der Erstgemahlin. Ich brauche keine Erlaubnis. Mutters Untergebene? Kein unreines Kind der Zweitgemahlin hat das Recht, die Erstgemahlin als Mutter zu bezeichnen.
Ich... Ein schmutziger Homs-Mischling hat kein Anrecht auf den Thron. Wer baut denn ein großes Loch auf an einer solchen Stelle? Wie ich bereits erwähnte, handelt es sich um einen Abwehrmechanismus. Was für ein Schlamassel rein. Nicht klug von Freund, Knopf zu drücken. Ich schließe mich den anderen an, Ryan. Wo hätte ich denn wissen sollen, was passiert? Was ist denn mit deinen Visionen? Ihr zwei hättet euch ruhig mal zu Wort melden können. Du weißt genau, dass das so nicht funktioniert. Nützlich wäre es jedoch gewesen, ja. Ihr zwei möchte gern Weissager. Du hast uns das alles eingebrockt und das ist nicht das erste Mal. Ricky stimmt schuld zu. Wieso ist das jetzt plötzlich alles meine Schuld? Dieses Mal bist du wirklich schuld. Exakt. Nun... Seid dankbar, dass wir noch am Leben sind. Ich rate euch, das nächste Mal vorsichtiger zu sein. Unsere Reise wird sich zwar verlängern, aber wir können noch immer tiefer in die Gruft vordringen. Gut, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Melia braucht uns. Okay, die aktive Gruppe ist nicht meine Gruppe. Deswegen switchen wir da mal eben hin und her. Damen und Schala, Ricky und Ryan. Dankeschön. Die Kristalle lasse ich so, wie sie sind. Und dann schauen wir mal, was ich hier so... Ach, sind ja auch nur 170 Schritte, ist ja fast nichts. Aber es wird mehr. Okay. Na los. Sogar schon umgeworfen. Ah, nie kriege ich es rechtzeitig hin. Okay, das dauert ja länger als bei... Aber gut, so ist es halt. Leben wir damit. So, Schatztruhe und eine Vision. Ja. Das interessiert mich weiterhin beim besten Willen nicht. Okay, massig Wege. Aber ich entscheide mich für den, der erstmal nach dem Direkten aussieht. Okay, da hinten auf der Map sieht man ja schon die Fahne, sah man die vorher auch schon. Wahrscheinlich sind wir jetzt immerhin auf der richtigen Etage. Ja, sieht ganz gut aus. Oh, zwei von denen. Ich wollte eigentlich gerade fragen, warum kann ich das Monado eigentlich nicht aktivieren? Jemand Energie? Nö. Ja gut, der Kampf ist ja kein Problem. Das kann man wohl so sagen. Das ist nicht das Problem. Ich wollte eigentlich ja auch mal... So, hier nach werde ich wohl mal wieder, wenn das hier geschafft ist, zurück zur Kolonie 9 und da Juwelen spielen lassen. Habe ich so als Tipp bekommen? Habe ich das schon erzählt? Kann sein. Wenn nicht, habe ich das so jetzt gemacht. Ich habe noch gar nicht so die Ahnung, wie das mit den Juwelenschmieden geht. Aber ich werde es rausfinden.
soll aber nicht das Problem werden. So, die Kisten nehmen wir noch eben mit. Jo, und weiter. Und da ist auch schon der nächste. Schwebeasters. So, die hatte Melee ja ziemlich schnell down gekriegt, aber ich glaube, die war nicht auf so einem Hund. Okay, verdrehte Steuerung. Ja. Aber aktuell macht das Spiel so richtig Spaß, muss ich sagen, wirklich. Also das gefällt mir. Sowas gefällt mir, wenn ich so eine Art Dungeon habe. Das mag ich doch sehr. Okay, an jeder Stelle ist so ein Teil. Aber macht ja nichts. Wenn ich uns verzaubere, haben wir doch auch Zusatzschaden, oder? Das müsste doch noch alles ein bisschen schneller gehen. Oder gilt der Zusatzschaden nur bei Mekon? Ich glaube fast, der gilt nur bei Mekon, aber ich sehe da nichts. Nur gelegentlich. Ploppt da mal was hoch, aber das... wahrscheinlich mit der Blutung zu tun. Hier wird es wohl lang gehen. Tal der Kaiser. Okay, Leute, da hier wird wohl irgendwas passieren. Aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Bis dann und ciao. Hier war Volo.